Jo, liebe Leute, Rennwochenende Nummer 17 steht heute an und damit herzlich willkommen aus Sotschi in Russland. Olympischer Sportpark von 2014, also Olympische Winterspiele. Die Stadien werden wir dann während des Rennens oder während des Trainings sehen. Jeder kennt diesen Kurs. Und ja, da schauen wir mal, ob wir hier die nächsten Punkte mit nach Hause nehmen können. Ja, in Singapur sind wir dann Gott sei Dank noch Fünfter geworden. Und ich habe. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, und wir, genau, das ist, was ich gerade anmerken wollte, ja. Olympischer Sportpark von 2014, werden wir sehen. Ach Gott, jetzt bin ich gerade raus aus dem. Das wollte ich Ihnen gerade sagen. Achso, genau, ich war die ganze Zeit im Kopf tatsächlich, dass wir Ricciardo als Rivalen haben. Nein, das ist gar nicht wahr. Das ist René Clair. Und deswegen war es gar nicht so schlecht, dass er ausgeschieden ist im letzten. Was hältst du hiervon? Im letzten Rennen. Und ja, und uns wieder ein bisschen Punkte hinterlassen hat. So, okay. Ich habe mal kurz ein bisschen was im Chassis entwickelt, wo wir gerade dabei sind. Ja, auch ich werde mal wieder ein bisschen experimentieren. Und einmal kurz alle Komponenten austauschen. Und damit steht also ziemlich fest, dass wir als letzter ins Rennen gehen werden. Hier sollte ich, wie wir es auch schon in Ungarn getan haben. Nur mit dem Unterschied, dass hier in Russland tatsächlich ein bisschen besser zu überholen ist. Ob wir das schaffen heute, schauen wir mal. Gut. Wir nehmen ein bisschen Sponsoren-Event mit und gehen mal rein ins Richtung Rennwochen. Heute ist das erste zur Reifenauswahl. Ja, ich fahre auch bewusst ein bisschen auf weich, weil ich muss ja ein bisschen was anderes machen als das, was die Kollegen gesagt haben. Ja, ich weiß, was die Kollegen machen. Wir müssen gucken, dass wir von denen aufholen. So, Training 1, Runde 17 von 22. Fünftletztes Rennwochenende in dieser Saison. Schauen wir mal, aber heute haben wir ein gutes Ergebnis hinbekommen. So, dauert einen kleinen Moment. So, gucken wir mal, wie es überhaupt an diesem Wochenende aussieht. Auch ein bisschen leichter Regen im Qualifikationstraining. Ist aber auch scheißegal. Wie gesagt, wir werden als letztes starten. Ob wir jetzt erster oder letzter werden, macht es immer noch nicht mehr fett. Hauptsache, das Rennen am Sonntag ist trocken. Und das ist es auch. So, ja, das ganze Qualifying ist zu bringen. Es ist aber, wie gesagt, auch ziemlich wurscht. Wir werden trotzdem auf Medium starten können, das Rennen. Und dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. So, fast habe ich durch hier gegen Leclerc. Das ist immer gut. Und dann gehen wir mal rein ins erste freie Training in dieser, an diesem Wochenende, an diesem Rennwochenende. Nächste Woche ist noch Japan dran. Dann haben wir USA, Mexiko und dann haben wir Brasilien, Abu Dhabi und dann ist die Saison durch. Aber jetzt erstmal Sotschi. Das ist der angesprochene Kurs, der Olympische Sportpark von 2014. Der Olympische Winterspiel. Ich glaube, die Stadien vergammeln so langsam. Ich glaube, dass da nicht mehr viel Lot drin los ist. Hinten haben wir noch einen Freizeitpark. So, und hier haben wir Danny Ricciardo, den wir kurz auch mit sehen war. Und wir dürfen ja schon mal auf Medium fahren. So, also, aber als erstes sage ich erstmal mein Setup. Ich habe da bestimmt was Schönes, ein schönes Setup für dieses Rennen hier. Natürlich, trockenes Setup. Dann gehen wir mal auf die Strecke.
Na, so drei Ründchen, vier Ründchen werden wir fahren heute. Genau, 30 Plätze Gridstrafe haben wir wegen der Bauteiländerung. Okay, das war sogar schon mal ein bisschen mehr, obwohl ich eigentlich komplett alle Einheiten rausnehmen werde. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen, ne? So, zur neuen Saison gibt es auch ein neues Auto, zur neuen Saison gibt es neuesten Helm. Das ist jetzt hier Deutschland-Helm, der ist eigentlich für das rote noch mit dabei. Ich habe meinen Helm geändert, nicht schwarz-gelb, der ist ein schwarz-gelb-rot. Ich habe aus dem Shop nochmal einen neuen Helm geholt und habe mir ein neues Design gemacht. Ich glaube, man hat es glaube ich nicht kurz gesehen. Man wird es hoffentlich im Laufe des Rennwochenendes mal kurz sehen, nachdem wie war, oder weil wir starten. Wir schaffen jetzt letztes, ob wir das diese Saison aufs Podium oder diese Woche aufs Podium schaffen, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, wie das Rennen läuft. Ich hoffe natürlich ja, weil mir diese Strecke zum Beispiel etwas besser liegt als in als solche Singapur. Und mit der Herr Ricciardo, aber sowas war irre weggezogen, ne? Oder war überhaupt nichts mehr zu machen gegen den Renault. Der fünfte Platz war auch ja glücklich, weil Leclerc meine noch ein bisschen Probleme hatte. Und deswegen. Ja, schauen wir mal. Ja, Russland ist auch immer das Cluster, so ein bisschen, wo ich mein bestes Saisonergebnis herausgeholt habe in der MSFL. Das war dann immerhin Platz 7. Und ja, da bin ich auch ziemlich happy. Im letzten Rennen war es dann immer in Platz 10 in Brasilien. Mal gucken, wie es jetzt in den letzten beiden Finals ist. Wir haben ja noch Abu Dhabi jetzt am Sonntag und danach nächste Woche noch Spanien. Und die Frage ist, warum fahren wir Spanien? Das liegt daran, dass es an dem Wochenende ein bisschen, ja, das PSN ein bisschen Problemchen hatte. Und deswegen das Rennen einfach nach hinten verlegt wurde, bevor irgendwas passiert. Deswegen der Abschluss in Spanien nächste Woche. Und dann ist, es wird erstmal eine Woche Pause sein und dann geht es in die neue Saison. Und wir haben überlegt, ich habe Sonntag noch Zeit, wer könnte da mitfahren oder wird Bock mitzufahren oder ich hätte Bock mitzufahren. Klar, kein Problem, könnt ihr gerne machen. Schreibt mir einfach über die Facebook-Seite oder mein privates Profil. Das ist meistens, ich poste das ja meistens in die Gruppen rein. Eine kleine PN. Ich melde mich sofort bei euch, sobald ich irgendwas sehe. Oder meldet euch ganz einfach unter msfl.ca/contact/ an. Unten steht nämlich unser Anmeldeformular, da auch anmelden und dann geht das auch relativ zügig. Wenn ihr sagt, dass ich bin aber absoluter Anfänger, ich habe gar keine Liga-Erfahrung, ist ja auch nicht schlimm. Wir nehmen momentan alles aus. Wichtig ist, dass es auch menschlich passt, vom Alter her passt und vor allen Dingen vom Verhalten verpasst. Also sprich Zuverlässigkeit, Fairness. Oder man fängt auch schon am Testrennen an. Wir haben jetzt nur kurz nämlich noch Fahrer getestet. Und die sich im Testrennen sowas so daneben genommen haben, dass wir gesagt haben, nee, das passt einfach nicht. Wir nehmen tatsächlich alles an, was über 18 ist, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Gut, in manchen Fällen, wenn man ein bisschen Reife besitzt, dann natürlich auch gerne ein bisschen was jünger, aber normalerweise ab 18. Und wie gesagt, ihr solltet euch vernünftig verhalten können, wie ich das gesagt habe. Wie gesagt, Zuverlässigkeit sagen. Das heißt, muss ja nicht heißen, dass ihr jedes Wochenende könnt. Wenn ihr sagt, ich kann aber erst nur so alle zwei Wochen, ist das auch kein Problem. Dann kann man euch gerne als Ersatzfahrer eintragen, dann könnt ihr euch anmelden, wenn ihr dann passt zu euch. Wenn ihr dann Bock habt zu fahren, dann fahrt einfach mit. Sofern Plätze frei sind, aber das meistens so. Ja, wie gesagt, wenn ihr auch langsam seid, oder was heißt langsam, ihr seid Anfänger noch, noch keine Liga-Erfahrung, dann ja, ist das wie gesagt auch nicht schlimm. Wir haben für jeden was dabei, wir haben auch den einen oder Anfänger mit dabei. Oder wir haben ein alternatives Punktesystem, fahren nämlich bis Platz 15 und nicht wie üblich Platz 10. Ja, sollte das durchaus machbar sein, um mal ein paar Pünktchen mit abzugreifen. Klar, und so könnt ihr auch eure erste Liga-Erfahrung sammeln. Und ich muss schon mal sagen, ich war auch nur zwischen KIO 70 und 75. Ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnig schnellste. Ne? Ich habe so meine Strecken und so meine Momente, wo es halt irgendwo passt und wo ich sage, ich kann auch durchaus mal einen schnelleren schlagen. Das ist zum Beispiel sehr gerne in Ungarn so. Da mag ich die Strecke, mag ich. Das ist so eine Strecke, die mir liegt. Ja, und Russland war auch viel Glück noch dabei, weil auch viele Gefahren haben bestraft wurden. Ich habe jetzt auch nur irgendwo Platz 9 noch gewesen. We have two laps of fuel remaining. Also von daher. Ne, wie gesagt, kein Problem, meldet euch an. Und wenn ihr sagt natürlich, wir sind aber irre schnell und so, aber trotzdem mitfahren. Ja, kommt drauf an, wie schnell ihr seid. Ich denke mal so zwischen so 85er bis 90 KI ist auch kein Problem. Wenn ihr das Scheiße, das war, dass ihr jetzt alles anders gepackt.
Einfach mal kurz nochmal eine Runde Aufladerunde fahren. Wie willst du Quersteher drin gehabt? Natürlich, wenn ihr dann 110er KI fährt, ist das für uns auch ein bisschen sehr schnell. Also wir müssen nicht immer die Leute haben, die jedes Rennen gewinnen, sondern das soll schon ein bisschen ausgeglichen sein, das Feld. Sagen wir es mal so. Und es gibt auch Möglichkeiten, mal zu trainieren. Also einige Fahrer von uns trainieren jedes Wochenende, machen da extra Trainingslobbys und an. Also selbst da könnt ihr gerne ein bisschen mitmachen. So. Na gut, das wollte ich kurz anmerken, wie gesagt, wenn ihr Bock habt. Den Link habe ich euch gerade genannt, msfl.ca/contact/, also 200 Sessions zusammen, könnt ihr gerne dann euch anmelden. Oder wie gesagt, ihr schreibt mir einfach eine PN über meine Facebook-Seite oder meine private Seite, das geht auch. Ich bin eigentlich relativ schnell, was das betrifft, also zumindest was das Schreiben betrifft. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne unter die Videos kommentieren, oder wie gesagt, unter den Link kommentieren. Ist ja auch kein Problem, kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, währenddessen läuft die Zeit des Trainings ab. Wir haben noch gute 3-4 Minuten. Ich fahre ja meistens immer so bis 20 runter. Und ja. Also fahre ich jetzt auch gerade mal ein bisschen ohne Zeit. Momentan führen wir vor Sainz und Russell. So, ein bisschen beständig, ein bisschen Power, ein bisschen Gas geben. Hier. Ah, ich denke, eine Runde schaffe ich erst. Also die wäre schneller gewesen, die andere, die Runde, die zweite, der zweite Versuch. Daher versuche ich einfach nur jetzt gerade ein bisschen Longrun zu fahren. Mal gucken, was die Mediums dann nach einigen Runden sagen. Wie gesagt, dieses Wochenende bis auf den Sonntag werde ich sowieso relativ frei angehen, was das betrifft, weil wie gesagt, ich starte jetzt. Aber ich muss gucken, auch was das natürlich für die Trainingseinheiten betreffen. Gerade jetzt Richtung Medium, was die Geschwindigkeit gerade im Hinblick auf die direkte Konkurrenz oder beziehungsweise aufs schnellere Fahrer betrifft, ob wir mit dem Medium etwa gleich schnell sind oder langsamer oder schneller, damit ich irgendwie weiß, wie die Taktik aussieht. Weil mein Plan ist es ja am Sonntag auf Medium zu starten, um hinten raus nochmal vielleicht mit dem Soft einen kleinen Vorteil zu haben. Ja. Weil wir starten, wie gesagt, eher aus der letzten Reihe und haben dann sowieso keine Reifen, weil aufgrund des Regens, was der morgen herrschen wird, weil wir morgen im Qualify gleich Regen haben werden. So, jetzt müssen wir sowieso abbrechen, die Runde. Dementsprechend ist es dann auch durch. Weil jetzt immer rausfahren lohnt sich nicht. Wir haben noch etwa 0,1 Runde. Ich muss jetzt gerade mal vom Gas ein bisschen gehen. Ich muss jetzt gerade mal komplett vom Gas runtergehen. Weil ich wollte zwar noch nicht ganz leer, aber der Tank ist sowieso jetzt gleich durch. Ich fahre bewusst mal komplett runter vom Gas. Das ist ja ziemlich manuell vom Gas gegangen. So, dann rollen wir mal ins Ziel. Jetzt haben wir geringen Treibstoff. So gerade mit der Ziellinie. Und damit ist das erste freie Training für uns schon mal abgearbeitet. Oder zumindest durch. So. When you get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, ich guck mal gerade, wie das jetzt aussieht. Eine Sekunde vor Esteban Ocon und Lando Norris. Aber es geht mir gerade so ein bisschen im Vergleich zu einem Mercedes. Oder beziehungsweise zu den anderen Teams. Fett auf Medium. Also wir sind eine Sekunde auf Medium schneller als der Rest des Feldes. Aber ich habe leider keinen Vergleich, deswegen werden wir das zweite freie Training ebenfalls auf Medium fahren. Oder angehen.
um einfach mal einen Direktvergleich zu haben. So, Leclerc ist schneller, 28,4 im letzten Sektor. Aber der hätte mich auch nochmal schneller gefahren, wenn der böse Dreher nicht da gewesen wäre. Dann bin ich da mal gut eine Sekunde, vielleicht eine halbe Sekunde schneller gewesen. Aber wir haben über eine Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Erste Freitraining geht zumindest mal schon mal klar an uns. So. Wie gesagt, wir können ja mehr als befreit angehen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Ocon und Valtteri Bottas. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. So, damit haben wir Training Nummer 1 schon mal abgearbeitet. Wir springen direkt rein ins zweite Freitraining. Und auch da werde ich ebenfalls im Medium anfahren. Oder werden wir im letzten Freitraining auch Soft gehen. Weil ich will den Vergleich haben zwischen Medium und Soft. Wobei ich vermute, dass... Nee, wir fahren jetzt auf Soft und fahren dann im letzten Training nochmal auf Medium. Genau, so ist es vielleicht besser. Weil ich denke, dass viele jetzt auf Medium fahren werden und wir dann den Vergleich nicht hätten. Und den Vergleich hole ich mir im letzten freien Training. Und deswegen sind die diesmal auch tatsächlich relativ wichtig, um einfach Erkenntnisse reinzubekommen, wie die Taktik, wie sich das Ganze heute verhält. So, dann gehen wir direkt mal rein. Training Nummer 2, liebe Leute. So. Dann einmal kurz die Reifen wechseln, liebes Team. Wir brauchen Soft. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So. Ja, ich scheint gerade so ein bisschen vernieselt zu sein. Vielleicht ist es deshalb wichtig, dass wir jetzt gerade. Also, die Zeiten sind jetzt gerade eh irrelevant. Es geht nur um den wirklich direkten Vergleich, wie sich die Reifen anhalten gegenüber der Konkurrenz. Ich fahre jetzt mal gerade ein bisschen langsamer, nehme mal gerade ein bisschen das Gas raus. Die zieht doch schon ein bisschen zu, wobei wir tatsächlich jetzt offiziell Freitagnachmittag haben, weil der Regen soll tatsächlich jetzt morgen kommen. Aber normalerweise sind die ersten beiden freien Trainings freitags, dann samstags das dritte und dann danach das Qualifying eine Stunde später und dann sonntags das Rennen. Aber ich feiere immer freitags freie Trainings, Samstag Qualifying und Sonntag Rennen. Sofern sich das nicht irgendwie jetzt gerade so ein bisschen, normalerweise verschiebt sich das nicht. So, einmal kurz alles hochstellen, auf Feld ERS, gibt Gas und dann schauen wir mal, was die Soft-Reifen sagen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es gerade nicht wichtig, weil wir den direkten Vergleich brauchen, Medium-Soft. Also unsere Medium mit Soft-Konkurrenz. Auf Medium sind wir tatsächlich eine Sekunde knapp schneller. So, der erste Sektor geht schon mal auf Violett. Bisschen rausgekommen.
Kunstwerte-Sektor gibt natürlich jedenfalls violett. Aber es ist auch kein Kunststück, weil wir momentan so ein bisschen das einzige Auto auf der Strecke sind. Zumindest was jetzt gerade gezeigt hat, Runde. Also sagen wir mal nicht das. Vielleicht nicht das einzige, aber das erste. Man sieht da so ein bisschen eine Querstelle hier an dieser Ecke, da haben wir wieder gut Zeit liegen lassen. Und es sieht tatsächlich so ein bisschen aus, als würde das gerade anfangen zu regnen. Deswegen ist der Vergleich gar nicht mal so schlecht. Dass wir schon so früh rausgefahren sind. Ja, ich glaube, gefühlt sieht jetzt alles aus, als würde alles im Fall sein. We've only got 2 laps of fuel left. So, jetzt muss ich wieder am Ende ein bisschen gucken, dass ich dann in dem letzten Sektor versuche nochmal dieses Querstehen rauszunehmen. So, ein bisschen Minus haben wir. Sektor 1 geht an uns wieder mal. Noch ein bisschen verbessert. Wieder Zeit verloren, oder? Na, mal gucken. Wir nehmen was mit. Das ist der letzte Sektor hinterm Tunnel. Dieses Rausbeschleunigen hinterm Tunnel. Hinterm Tunnel. So, funktioniert hier nochmal noch. So, gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. So, Ocon wieder ein bisschen dran an uns. Hier ist der mit der, ist das meistens der Quersteher. Ja, sag ja. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Eins, 34,0 von mir. Haben wir gut nochmal eine halbe Sekunde rausgemacht. Rausgepackt. Ein bisschen mitgenommen, aber das war auch nur Mühe. Vor uns jetzt erste war nur Ocon wahrscheinlich. Weil es ist ein Renault und ich glaube, könnte Ocon sein. Der ja schon zweiter im ersten Freitraining war. Vielleicht wird es jetzt auch im zweiten Freitraining was. Ja, scheiße. Das ist natürlich klar, dass die jetzt alle durch auf Soft fahren. Ich am Ende nur so fliegen können. Aber ich muss gleich gucken. Es geht eigentlich tatsächlich ein bisschen um die Ferrari und Mercedes. Und vor allen Dingen um die McLaren. Was die so fahren. Die Renault habe ich jetzt ein bisschen abgearbeitet, aber es geht ja noch ein bisschen um Richtung Platz 3, was die Konstrukteurswerden gibt. Mhm. Come in this lap, please. Box this lap. Das war leichter Flügelschaden. Also, wir führen auf jeden Fall vor Esteban Ocon. Der Sprit, der reicht nicht mehr, ne? Also es scheint wohl Russland extrem Sprit zu brauchen. Reifen mehr würde ich sagen nicht so. Aber Sprit. Ach, scheiße. Da wäre ich jetzt schön ran gewesen an den Renault. Dann kann es auch Ricciardo sein, der mir momentan auf 3 liegt. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon beim zweiten freien Training durch. Ich gehe mal kurz auf die Frage, frag mal ab, wie viel Vorsprung wir haben. Fahrer hinter mir. Didn't catch that. Say again. Fahrer hinter mir. Ocon is behind you. Their best lap time is a 1:35.3. 1:3. Wobei ich tatsächlich dann, wenn ich so einen Mega-Vorsprung habe, dass ich die KI hochstellen kann. Ich glaube, ein Punkt zu 0,1 Sekunden.
Dann kann ich die eigentlich fast sogar hochstellen Richtung 80. Weil ich fahre, wie gesagt, momentan noch 70. Aber es gibt halt Strecken, wie zum Beispiel jetzt in Singapur, wo es mir überhaupt nicht lag. So, hinter uns schleicht jetzt ein Mercedes. Welcher ist es? Hamilton! Der zweitplatziert momentan in der WM. Aber ich denke mir, da Bottas, Hamilton, da werden wir nicht mehr reinkommen. Nicht in dieser Saison. So. So, dann sind wir auch durch für heute. Also, nein, nicht für heute. Natürlich nicht. Fürs freie Training. Entschuldigung für diese Session. So. Ach, der Vergleich kannst du knicken momentan. Ja, schau mal, das ist im Renault auf jeden Fall noch nicht und Schub da vorne immer, da muss man sagen. Ocon eben schon auch schon Zweiter gewesen. Jetzt. Mal gucken, wie der direkte Vergleich aussieht. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Ocon und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Also Vorsprungshaft auf Medium für den Rest der Konkurrenz sind 3,3 Sekunden. Das ist eigentlich tatsächlich gar keine so schlechte Erkenntnis, was das Rennen betrifft oder was das im Hinblick auf das Rennen betrifft. Wenn wir so viel schneller sind als der Rest des Feldes, könnte es tatsächlich möglich sein, von ganz hinten ordentlich Punkte mitzunehmen nochmal. Und wir müssen ja. Nun, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Was? Was sagen Sie dazu? Ich bin... Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche... Ach so. ...auf den Sport auswirken? Ach, leck mich doch immer. Ich habe keinen Kommentar. Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es sich heute geschlagen? Habe ich nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Tja. Trotzdem danke. Weil ich eher so ein bisschen auf mich achte, was ich mache, was bei mir rauskommt. Bevor ich auf andere Fahrer gucke. So, Training Nummer 3. Wir sind gleich durch mit dem freien Training. So, geht gleich sofort weiter. So, gehen wir mal direkt rüber. Ab, Freitraining. Nummer 3. So. So, dauert jetzt gleich ein kleiner Moment. Wir fahren jetzt gleich mal auf Medium möchte ich raus. Ach, wir haben gar keine Medium. Super. Ja,
Anfangs trotzdem. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So. Machen wir jetzt gleich raus. Be like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. Ich denke trotzdem, dass wir auf Medium fahren werden. Punkt. Ich meine, ich habe keinen Vergleich. Wenn die anderen auf Medium fahren, dann machen wir dann ja. Fahren wir auf Soft weiter. Und da gibt es auch eine Gridstrafe hinterher. Aber ich denke mal, es könnte das Getriebe gewesen sein. Ist aber auch Jacke wie Hose, wie gesagt, nochmal. Ich auch passt. Kurz mal ihn hier. Nicht den Dings abnehmen mit dem. So. Wir wollen ja ein bisschen fair bleiben. Ich denke mal, so zwei, drei Ründchen schaffen wir ja auch mit den Reifen noch. Wir haben noch gut 7-8 Minütchen. Also so 10 pro Training fahre ich immer. Ich bleibe mal gerade ein bisschen auf Marker, um mit Ziel zu sparen. Was aber auch nicht so gut klappt, weil, seht ihr, wir haben noch 4,4 Runden plus. Der frisst es trotzdem eine Magermischung noch gut den Sprit weg. Also scheinbar scheint diese Strecke einen ordentlichen Spritverbrauch zu haben. Was ist das warm heute? So, gib ihm und dann gehen wir hoch auf Fett, auf Überholen und dann, also Fett und Überholen und dann kann man loslegen hier und versuchen hier nochmal eine schnelle Runde zu fahren. Ja, es ist immer noch ziemlich riesig. Aber nochmal, die nächste Session soll ja regnen. Und es ist ja quasi, wenn man so ein bisschen von der Zeit her geht, jetzt gerade Samstag, morgen, Samstag Vormittag, so anderthalb Stündchen vorm Qualifying. Wie gesagt, Qualifying soll ja regnen. Aber besser das als das, als das Rennen dann später. Ja, also für mich später fahre ich in Ordnung. Für euch am Sonntag. So, erste Session funktioniert. Oder erste Sektor ist schon mal violett. Jetzt finde ich dieses Kurvenschlängel an dem Stadion vorbei. Jetzt geht es gleich so meiner Meinung nach meine persönlich fiese Ecke, weil jetzt geht es nämlich gleich bei der Brücke und dann geht es ja links rum. Und dann diese Linkskurve, beziehungsweise die Rechtskurve, die danach kommt, habe ich mir ja auch schon im ersten freien Training einen übelsten Quersteher drin gehabt. Aber seitdem auch nicht mehr. Weil ich jetzt sowieso vorsichtig. Also hier ist diese Linkskurve. Aber das ist doch noch eine Links. Eine Links dazwischen. Hier die Links und dann die Rechtskurve. Hier vorne. Aber das funktioniert. Erste Runde seit der 34.2, da sind wir eben schon mal ein Tick schneller gewesen. Wir waren nämlich zwischendurch noch 34.0. Also da ist vielleicht noch durchaus was drin. Na, mal gucken, ob wir nochmal eine Runde packen können. Weil da packen wir sogar eine 33er Runde. Mm-hmm.
Ja, momentan immer ein bisschen was mit, über 200. Das heißt, es würde momentan reichen. Ihr seht ja, was am Ende die 220 gab es mal drunter sein, um halt zumindest so 33,9 reinzudrücken, reingedrückt zu kommen. Aber wie gesagt, schauen wir mal, ob wir es denn kriegen. Hier verliere ich wieder ein bisschen Zeit. Man ist da aber durchgekommen. Sektor 2 Violett auf jeden Fall. Jetzt geht es hier rechts unter die Brücke. Ja, da habe ich wieder ein bisschen verloren, da bin ich ein bisschen rausgekommen. Leclerc auf voll auf hart. Der wird wahrscheinlich was vorne die Kürze betrieben überhaupt nicht mitkommen. Warum der auf hart probiert, warum der nicht auf soft geht oder auf medium. Also wird auf jeden Fall noch eine neue Runde. 33,6. So, das wird wahrscheinlich jetzt der. Na, letzte nicht. Einer haben wir noch danach. Ja, die Runde, die könnte durchaus kaputt, ist kaputt. Da fehlt, wir haben wahrscheinlich eine hohe Dame schon der Rückstand. Und die Reifen werden auch nicht unbedingt besser. Vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen was geholt am Ende. Ja, sind wir sogar noch ein bisschen mit, weil wir hier doch nicht bis um die Kurve gekommen sind. Als wir zwar in der Runde zuvor geliefert haben. Na, ja, das geht jetzt gleich im dritten Sektor. Ob wir dann noch was geholt bekommen, weiß ich noch nicht. Box this lap, please. Box this lap. Ja, Sektor 2 sagt schon mal Violett, also da gucken wir, ob es reicht. Die letzte Runde, dann gehen wir danach nochmal durch. Und da gab es wieder leichte Quersteher hier drin in diesem Eck. Kann man denn noch das Minus mitnehmen nochmal? Okay. Da waren zwei, drei Dinger noch drin, das ging nicht. So, das RS können wir mitnehmen, den Vorteil. 55 von George Russell übrigens und Lando Norris, ja. Also, Russell ist ein kleiner Vorteil. Der erste Topfahrer kommt auf 5. Das ist Charles Leclerc. Unser Rivale, der aber hier, glaube ich, heute nicht viel zu melden hat. Aber wieder mal gucken, was am Ende rauskommt. Fahrer hinter mir. Russell ist behind you. Their best lap time is a 136.0. 36.0 und wir haben 33,6. Das sind 2,4 Sekunden, die wir momentan auf den Haas-Vorsprung haben. Aber gut. Ich denke, dass die auch nicht viel zu melden haben, gerade was jetzt. Mal gucken, was am Ende rauskommt. So, wir gehen jetzt gleich Richtung Ziel zurück. Also Richtung Box zurück. Sind wir gerade so ein bisschen weg. Ich fahre jetzt bewusst mal gerade komplett runter vom Gas. Bloß jetzt nicht irgendwie im Wege stehen. Aber ich befürchte, dass wir nämlich nicht mehr zurück zur Box kommen. Und wenn wird das verdammt eng werden. Okay, da hinten ist jetzt kommt jetzt ein Auto. Renault oder so, kann das sein? Also wäre ich gerade nochmal geringer. Als halt. Ich fahre jetzt gerade ein bisschen bewusst, nämlich das Gas ist komplett weg. Ich fahre auch, wie gesagt, ich könnte noch ein bisschen schneller, ich habe jetzt gerade nur vom Fuß den Fuß gedrückt. Ricardo, das ist Renault und so. Oh, das war die Wand ein bisschen zu spät. So, Ricciardo jetzt auf 3, packt sich vor Mick. So, wir sind jetzt auch durch. Durch mit dem Nerv, durch mit mir. Und ja. So, geht das Auto jetzt schön in die Garage zurück und dann haben wir es auch geschafft.
So. Zurück zur Strecke brauchen wir nicht mehr. 2 Sekunden auf Lewis Hamilton. Ja, theoretisch müssen wir die KI hochstellen. Ja, ich werde es machen. Ich werde die KI jetzt gleich auf ein bisschen hochstellen. Ich schon den von hinten. Dann gucken wir mal. Stell die wahrscheinlich jetzt auf 80 hoch. Ich glaube 0,1 pro. Oder? Was war das jetzt? So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Richards, Hamilton und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut, ja, dann sind wir durch. Genau. Okay, es gibt tatsächlich die Faustregel, ein KI-Punkt, gleich 0,1 Sekunden schneller. Also ich denke, ich werde die gleich jetzt hochpacken auf 10 Punkte höher. Damit wir vielleicht, oder vielleicht fahre ich auf 85, dann sind es 1,5 Sekunden und dann sind wir vielleicht ein bisschen realistisch mit dabei. So, weil das ist jetzt tatsächlich sehr krass, der Unterschied. Gut, dann war es geschafft. Gut. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die Zünde sich geladen hat. So. Gut. Liebe Leute, dann mache ich einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Qualifying am Samstag. Bis dahin und tschüss.